ich habe heute mal wieder einen DM-Haul für euch, weil es ja so lange keinen mehr gab. Nicht. Aber ich gehe einfach gerne zu DM und finde dort immer Sachen, die ich auf jeden Fall nicht brauche, aber die ich dann irgendwie trotzdem kaufe. Und die wollte ich euch heute gerne zeigen. Die sind alle in dieser wunderschönen neuen Kosmetiktasche, die ich mir bei Depot gekauft habe. Ich glaube, die hat 5 Euro gekostet und es steht My Little Beauty Secrets drauf. Und ich fand die irgendwie super schön und super passend. Und ja, da ziehe ich jetzt einfach mal die erste Sache raus, die auch gleich relativ langweilig ist, aber die ich wirklich täglich benutze. Und zwar sind das von Evelyn die Kosmetikstäbchen. Die haben an der einen Seite so ein spitzes Ende und an der anderen Seite eher so ein flaches Ende. Und ich benutze die eigentlich jeden Tag, um Mascara-Patzer wegzumachen und sehr häufig, um meinen nicht ganz so gerade gewordenen Eyeliner wieder auszubessern. Und ich finde die dafür einfach super praktisch und kaufe die wirklich ständig nach. Und dann habe ich noch ein Deo mitgenommen, und zwar von Rexona, das Shower Clean Deo. Denn das ist ohne Aluminiumsalze. Und ich bin schon sehr lange auf der Suche nach einem Deo ohne Aluminiumsalze, weil ich mir denke, man kann ja einfach darauf verzichten oder zumindest es versuchen, egal ob es jetzt wirklich schädlich ist oder nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich noch kein einziges Deo ohne Aluminium gefunden, was auch nur annähernd einigermaßen in Ordnung ist. Bei mir zumindest habe ich das Gefühl, nach 2 Stunden fange ich an zu stinken. Mehr als ich ohne Deo stinken würde. Und deswegen, ja, habe ich mich mal an einen weiteren Versuch gewagt und hoffe, dass das hier vielleicht ganz gut ist, denn mit Rexona habe ich bisher immer nur gute Erfahrungen gehabt. Aber wer weiß, vielleicht lag es auch nur an den Aluminiumsalzen. Dann habe ich einen Augen-Make-up-Entferner mitgenommen und zwar Garnier. Genau. Und zwar von Garnier. Das ist der neue Augen-Make-up-Entferner 2 in 1. Ich habe, ehrlich gesagt, seit Jahren keinen Augen-Make-up-Entferner mehr gekauft. Ich habe hier immer so 1, 2 alte Rumgammeln gehabt, die ich mal so ganz selten benutzt habe. Und die habe ich jetzt aufgebraucht. Meistens ist das bei mir ein Schritt, der nicht unbedingt nötig ist, da ich fast immer mein Make-up einfach mit so einem Waschgel komplett runternehme. Aber in der letzten Zeit hatte ich oft Mascara, die nicht so super gut runtergingen. Und dafür ist dann so ein Augen-Make-up-Entferner als Extra-Schritt manchmal ganz praktisch. Wo wir schon beim Thema Mascara waren, ich habe auch eine Mascara gekauft. Und zwar meine vermutlich All-Time-Favorite-Mascara. Und zwar ist das von Catrice die Glamour Doll Volume Mascara. Also die originale schwarze Version. Ich liebe die. Ich kaufe die immer wieder nach. Ich habe bestimmt schon 5 Tuben davon aufgebraucht. Das ist so meine momentane oder seit mehreren Jahren meine Standard-Mascara. Und ich finde sie wirklich super. Dann mache ich weiter mit dem Thema Augen. Und ich habe mir einen neuen Creme-Lidschatten gekauft. Ich liebe Creme-Lidschatten. Ich trage eigentlich immer, wenn ich Lidschatten trage, darunter nochmal Creme-Lidschatten auf, weil ich finde, dass das irgendwie die Haltbarkeit verbessert und einfach einen schönen Effekt verleiht. Und deswegen dachte ich mir, ich kaufe mal einen neuen, und zwar von Manhattan aus dieser Eyeshadow Cream Serie. Ich habe schon einen davon, der in so einem rosa Metallic-Ton ist, und habe jetzt mal diesen hier mitgenommen. Der sieht extrem, extrem hell aus in der Verpackung, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auf dem Lid ganz schön aussieht oder vielleicht so als Highlighter im Innenwinkel. Es könnte auch sein, dass es ziemlich daneben aussieht und man einfach nur so einen weißen, komplett krassen Schimmer über dem Lid hat. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber ich bin ganz gespannt drauf. Dann habe ich ein Produkt mitgenommen, was von Leonie inspiriert ist, und zwar das Catrice Eyebrow Set. Leonie kauft das schon seit Jahren immer, immer, immer wieder nach. Also das ist so ein absolutes Standardprodukt von ihr. Und ich hatte das tatsächlich noch nie. Und hier sind 2 verschiedene in 2 verschiedenen Tönen drin, die beide relativ so gut und passend aussehen könnten. Also ich hoffe zumindest. Und unten hat es so eine kleine Schublade, was ich irgendwie mega cool finde. Frag mich nicht wieso. Und da ist so eine Mini-Pinzette drin und ein Mini-Augenbrauenpinsel und ein Ultra-Ultra-Mini-Augenbrauenbürstchen. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas anfangen kann. Aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie süß. Dann habe ich etwas sehr Unvernünftiges getan, und zwar mir einen weiteren Color Drama Intense Velvet Lip Pencil von Maybelline gekauft. Ich habe so langsam, glaube ich, die komplette Reihe. Ich habe auch mal einen Blogpost über die gemacht, die ich habe. Da ist jetzt der natürlich noch nicht dabei, weil der neu ist, aber den kann ich euch unten gerne verlinken. Und ja, das ist jetzt die Farbe Fab Orange. Da ich im Moment total auf orangene Lippenstifte abfahre, fragt mich nicht wieso, denn eigentlich ist Orange meine absolute Hassfarbe. Aber in der letzten Zeit stehe ich da irgendwie drauf. Vielleicht, weil es so frühlingshafter wird und das irgendwie so frisch ist. Und das ist auch die Farbe, die ich im Moment trage. Und der gefällt mir super gut. Ich liebe diese Lippenstifte. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. In dem Blogpost könnt ihr es auch nachlesen. Dann habe ich ein weiteres Lippenprodukt mitgenommen von Catrice. Und zwar aus einer LE. Das ist die Nude Prism LE. Ich glaube, wenn das Video online geht, ist diese LE nicht mehr aktuell. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es in der großen Müller-Theke von Catrice einen ganz, ganz ähnlichen Ton gibt. Und draußen geht gerade irgendwie voll der Alarm los. Das ist die Farbe 1002 Silky Rose und es ist ein ganz, ganz, ganz neutraler, sehr nudiger, aber nicht so tot aussehender Lippenstift. Pflegend und leicht, aber er hinterlässt einen leichten Stain, wenn man ihn aufträgt. Also
wirklich nur ganz, ganz leicht. Und daher fand ich den sehr passend. Und wie gesagt, ich bin relativ sicher, dass es im Standardsortiment einen sehr ähnlichen Ton gibt. Dann habe ich noch zwei Wangenprodukte mitgenommen. Eins ebenfalls aus einer LE, und zwar aus der Essence Cinderella LE, der Highlighter. Den habe ich ehrlich gesagt nur mitgenommen, weil ich dieses Rosenmuster da drauf so, so hübsch fand. Ich stehe irgendwie auf alle Blumenprints in Kosmetikprodukten. Und der Highlighter ist auch nicht schlecht. Er ist ein bisschen glitzerig, aber er verleiht ein sehr, sehr schönes, frisches Aussehen. Ich trage ihn auch im Moment gerade. Er war auch relativ günstig. Ich glaube um die 3 Euro, was ich für einen Highlighter wirklich günstig finde. Und dann habe ich noch ein richtiges, richtiges Schnäppchen gemacht. Und zwar habe ich in dieser Grabbelkiste, die es ja in vielen DM-Filialen gibt, von Essence einen Cream Blush entdeckt aus der Come to Town LE. Die ist schon uralt. Die gab es noch um Weihnachten rum irgendwann. Und damals hatte ich mir einen Blush aus der LE gekauft und fand den überraschenderweise richtig, richtig gut. Denn irgendwie sind die in so einer richtig coolen Konsistenz. Die kann man so eindrücken. Die sind ein bisschen so wie diese Jelly Ping Pong Blushes, die es, glaube ich, mal von Maybelline in den USA gab. Der hat nur noch 50 Cent gekostet, was echt ein Schnäppchen ist, meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr ja in eurem DM auch Glück in der Grabbelkiste. Manchmal findet man da echte Schnäppchen drin. Dann habe ich noch einen Pinsel gekauft, und zwar den Blendepinsel von Ebelin. Den habe ich zwar schon einmal, aber ich benutze den täglich für meinen Concealer. Und manchmal bin ich zu faul, meine Pinsel regelmäßig zu waschen, einfach damit ich mal abwechseln kann und ja, einfach nur aus Faulheit, ehrlich gesagt. Aber ich mag den super gerne und finde den perfekt, um Concealer unter dem Auge zu verblenden, weil der ein sehr leichtes und gleichmäßiges Finish verleiht, meiner Meinung nach. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft, der schon ewig, ewig auf meiner Wunschliste stand und den ich aber irgendwie immer dagelassen habe, weil ich mir immer dachte, ja, kaufst du wann anders, und jetzt habe ich es endlich mal getan. Und zwar ist das von Essie der schwarze Nagellack. Ich glaube, er heißt Licorice oder so. Und er ist auch einfach Lakritzschwarz, einfach ein ganz normales, reines Schwarz. Ich finde, das sieht manchmal sehr elegant aus, und da ich auch sehr viele schwarze Klamotten trage und das dazu natürlich immer perfekt passt, dachte ich mir, den nehme ich jetzt mal mit. Außerdem habe ich auch ein Duschgel mitgenommen, und das war irgendwie so am Ende ein kleiner Glücksgriff. Und zwar ist das von Kneipp die Aromapflegedusche in der Duftrichtung Lebensfreude. Und fast jedes Mal, wenn ich bei DM war, habe ich an diesem Duschgel gerochen. War dann irgendwie immer zu geizig, es zu kaufen, weil ich echt viel Duschgel zu Hause habe und dachte immer, brauchst du nicht, aber huch. Aber dann habe ich es bei den Reisegrößen entdeckt, und die Reisegröße war natürlich viel günstiger als die große Größe und man braucht sie auch schneller auf, was mir auch sehr entgegenkommt, da ich, wie gesagt, sehr viele Duschgele noch habe, die ich noch aufbrauchen muss. Eine weitere Sache, wo ich den Duft super angenehm finde, und zwar von Balea, die Farbglanz 2 Minuten Kur Blutorange und Moringa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Ich habe zwar jetzt keine farbig kolorierten Haare, also meine Haare sind zwar aufgehellt mit Strähnchen, aber ich glaube, das ist eigentlich so für wirklich farbig gefärbte Haare, wenn man das so nennen kann. Aber das ist mir relativ egal, denn ich finde die Kur super. Ich finde, sie riecht unfassbar lecker. Ich liebe den Geruch von Blutorange. Und sie ist ohne Silikone. Ich finde, sie pflegt gut. Sie ist super, super günstig, sehr ergiebig. Die habe ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal nachgekauft, und ich würde sie auch jederzeit wieder nachkaufen. Die mag ich echt gerne. Und dann noch ein weiteres Haarprodukt, was ich auf Empfehlung von Emilia Liana gekauft habe. Und zwar von Dove, das Oxygen Feuchtigkeits... Nein, die Oxygen Feuchtigkeitspflege oder Oxygen. Und sie hat gesagt, dass es ihre Haare sehr, sehr voluminös macht und vor allen Dingen dafür sorgt, dass sie nicht so schnell nachfetten. Und normalerweise sorgen solche Sprays bei meinen Haaren immer dafür, dass sie sehr schnell nachfetten. Und da dachte ich mir, wenn sie das sagt, werde ich das jetzt mal testen und hoffe wirklich, dass das was bringt. Und dann habe ich hier noch ein allerletztes Haarprodukt, was zwar nicht von DM ist, aber auch nicht so teuer ist. Und zwar ist es von Batiste das Trockenshampoo. Das gibt es bei Douglas zu kaufen für, ich glaube, 3 oder 4 Euro. Und ich liebe das. Das ist das beste Trockenshampoo, was es gibt. Und auch besser als die, die es im DM zu kaufen gibt, meiner Meinung nach. Und das ist wirklich mein Lieblingstrockenshampoo. So, das war dann alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch jetzt hier am Ende nochmal den letzten DM-Haul, den es auf unserem Kanal gab. Und daneben unser letztes gemeinsames Video. Und in der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts, unseren Twitter-Account und unseren Blog. Es freut uns auch sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!